Was geht ab, Pyros? Und damit herzlich willkommen zu dem neuen Video. Heute haben wir mal einen richtig schönen fetten Raketenvergleich für euch. Und zwar vergleichen wir die Metalhead-Raketen für 9,99 € aus dem Norma mit den Highspeed-Bombs für 9,99 € aus dem Lidl. Die Highspeed-Bombs sind achtteilig, das Metalhead ist neunteilig. Wir haben hier die SP-700er dreimal, dann zweimal die SP-710, dann hier die BS-410. 410, 420, 420. So, dann haben wir hier Green Rebel Rakete zweimal, dann einmal die Red oder Rebel Red und hier die Rebel Green, so rum. Dann haben wir ja die Alligator Rakete. Hier weiß ich es jetzt gerade nicht. Hier ist die Snake Rakete. Hier haben wir noch die Shark Rakete, müsste das glaube ich sein, und die Tiger Rakete. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, wir packen die jetzt mal aus. Dann gucken wir uns noch mal ganz kurz an, was die NRM ansagt. Und dann sehen wir uns gleich bei der Zündung. So, bei den Highspeed-Bombs haben wir jetzt hier 155 Gramm und bei dem Metalhead haben wir 153 Gramm. Das heißt, dass die Highspeed-Bombs eigentlich besser sein sollten. So, jetzt packen wir die mal aus. SP-700, SP-710. Das ist schön fette Raketen. Dann machen wir das Gleiche. Hier die BS-420, so, und die BS-410, Highspeed Bombs. Eine Rakete ist schon kaputt, da müssen wir uns das einfallen lassen oder gucken, ob wir Klebeband haben. Tiger und Shark, Alligator, Rebel Red und Rebel Green. Die Shark Rakete ist nicht so tragisch, dass die jetzt einmal fehlt, wir haben sie ja hier noch einmal. Alles klar, jetzt machen wir die Kappen ab. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich auch schon zum direkten Vergleich und der Zündung. Alles klar, Freunde, es ist leider immer noch sehr windig, wie man schon an den Raketen sieht. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit Nico. Ja, die war schon mal nicht schlecht. Gleich haben wir hier nochmal. Weiter geht's mit der BS-410. Ja, gute Steighöhe. Lauter Knall, aber als kleiner Zerleger. Der nächste. Ebenfalls BS-410. Ja, ist okay für die Größe. So, jetzt machen wir hier mal eine 700er. Schön, rote und blaue Sterne. Ich würde sagen, zwei Stück auf Schlag. 700er von Nico. Sehr schön. Die haben schon gut Kraft. So, 710. Saubere Sache. So, jetzt kommen wir zu den kleinen von Weco. Wow, da ist gerade Stab gelandet. So, Rebel Green aus dem Lidl. Extrem leiser Zerleger. Hoffen wir mal, dass das ein Einzelfall war. Die nächste. Ah, die war Doppelschlag, aber auch eher mickrig, wieder da vorne gelandet. So, dann haben wir hier die Rebel Red. Und danach kommen wir auch schon zu den großen. Ja, in Ordnung.
So, jetzt machen wir hier die Snack-Rakete. Ja, die ist wohl durchgezündet. Alles klar. Dann jetzt Shark. Hoffentlich mit blauen Sternen. Ja, echt traurig, was aus den Weko-Raketen geworden ist, Freunde. Wir haben jetzt hier noch die Alligator-Rakete. Ja, die war gut. Niedrig zerlegt, aber die hatte was. Und als allerletztes die Tiger. Ja, also Freunde, ganz klare Sache. Da muss man doch ganz ehrlich sagen, dass Nico auf jeden Fall deutlich besser war. Nico hat sogar eine Rakete mehr mit drin, wodurch das Set sich auf jeden Fall dann deutlich mehr lohnt. Ich hoffe, euch hat dieser Discounter-Raketenvergleich gefallen. Highspeed Bombs vs. Metalhead. Metalhead, meiner Meinung nach ganz klarer Sieger. Schreibt in die Kommentare, seht ihr das genauso? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Haut rein!